Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Insound Mind. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir spielen jetzt heute das Tonband ab und kommen somit ins nächste Geschehen des Patienten Alan. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Erstmal wieder ins Büro zurück. Ja, hallo Mietz. Warum kann ich dich nicht mehr streicheln? Das ärgert mich ein bisschen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Tonband Alan. Na, mal gucken. Ich denke, es wird ein bisschen dauern. Futter habe ich dir. Da ist was drin, oder? Leer. Tut mir leid, du musst mal noch ein bisschen. Guck mal, da ist noch so ein bisschen Rest in der Kante drin. Schleck dir das aus. Ein bisschen Kaffee kannst du dir hier auch noch holen, ne? So, ab geht's. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Zeit dreht sich zurück. Das ist schon geil gemacht. Ich muss es mal so sagen. Tschüss, Tonja. Drück mir die Daumen, dass wir hier irgendwie durchkommen. Ohne Herzinfarkt. Gut, ähnliches Setting wie sonst auch. Wir haben eine ganze Menge Schiffe. Die gab es früher noch nicht und irgendwie ein Riesenskelett. Okay, Mr. Shore, tape's running. Thank you for agreeing to be recorded. Oh, should I just start talking? What do you want to know? What made you decide to seek counseling? Ah, man, Doc, it's just weird. As in, I feel weird, like I'm weird all the time, you know? I'm not saying this right. People think I'm weird, and it's cool, I am, but I shouldn't feel weird, right? Okay, ein bisschen verwirrt, der Gute. How exactly do you feel weird? Off, odd, slightly tilted. I've had these nightmares ever since I can remember. I've always had these horrific dreams I can't explain. They recur. Man, like there are themes in them that keep coming back, and honestly, Doc, it's been such a constant that I shape my life around them, you know? Er passt sein Leben seinen Albträumen an. Also wiederkehrende Träume und auch Albträume. Meistens sind es ja Albträume oder so, ja, so Mitteldinge halt. Das hat schon irgendwie was Gruseliges. Ich hatte es als Kind und Teenager ganz, ganz oft. Das war auch so ganz weird, also das kann man auch überhaupt gar nicht erklären. Da könnte ich euch eine Stunde lang erzählen, worum es da ging. Und ihr würdet es trotzdem nicht verstehen, aber das habe ich schon echt lange nicht mehr. Aber so als Kind und Teenager hatte ich tatsächlich sehr oft wiederkehrende Träume. Ich denke, ich sollte hier mal in Therapie gehen. Obwohl, wir gucken erstmal nicht, dass er wirklich irgendeinen Scheiß gemacht hatte. Vielleicht suchen wir uns doch einen anderen Therapeuten. Have you ever seen anyone about these recurring nightmares? Like a shrink like you? No. Honestly, for the longest time, I thought it was normal life to wake up sweating, to see things in the dark, frightful things. Ich würde sagen, das ist nicht normal. Gerade wenn man in der Dunkelheit irgendwas Komisches sieht, sollte man vielleicht doch mal einen Termin machen. Hinten leuchtet irgendwas? Nächstes Tonband? What is it that frightens you, Alan? See, that's the thing I don't get. My whole life, I could feel the presence of shadows. I could hear the sorrow in the dark. It's poetic, man, I know. I got so used to being paralyzed by dread that I began to like it. And people notice, you know, I say weird stuff sometimes, I guess. At some point, I just decided to live comfortably in this reality, maintaining a beacon of light over a sea of darkness, alone. Afraid, but I'd be lying if I didn't admit that it was being swallowed by darkness or sinking in the depths. It makes me feel alive, man. It's electric. Okay, also ich glaube, er hat wirklich ein größeres Problem. Mal gucken. Denke mal, wir kommen jetzt in Dunkelheit und Schatten und sich bildende Figuren im Schatten.
Da habe ich ja richtig Bock drauf. Bin mal gespannt, was wir jetzt für eine Location bekommen. Okay, wir sind wieder draußen. Erkunde die Gegend. Draußen ist natürlich auch mal cool. Da haben wir den ersten Zettel. Patmos-Strand. Jetzt aber, Mr. Privatdetektiv, was meinst du steckt hinter all dem? Bigfoot, Aliens, große, böse Regierungsvertreter? Bring etwas Klarheit in die Situation, würde ich jetzt mal vorschlagen. Wir gehen erstmal hier hinten schauen. Da leuchtet auch irgendwas da hinten, wird da wahrscheinlich nur eine Laterne sein. Ach, ich dachte schon, hier gibt's nichts zu finden. Maybe. Ach super, und nichts brauchen wir davon. Ich dachte, da wird man mal belohnt, dass man hier in die Ecke guckt. Ja, so ganz Vollmond ist es nicht, ne? Kleines Stück fehlt, glaube ich. Also ich muss sagen, ich finde das... Ist das ein Tintenklecksmonster? Irgendwas Komisches ist es, wir schleichen mal. Ja, also ich muss sagen, ich finde das richtig cool, wie so die ganzen Erinnerungen hier aufgearbeitet werden. Also das ganze Konzept mit den Tonbändern von den aufgenommenen Therapiesitzungen. Was war das? Also das da drüben ist kein Tintenklecksmonster, das ist eine Boje oder irgendwie sowas. Aber was ist denn hier gerade runtergefallen? Waren das die Steine hier vorne? Aber ich habe nichts gesehen. Okay. Ich würde gern drauf schießen, aber ich möchte nicht immer so viel Munition verschwenden. Überall Öl im Wasser, ne? Wir gehen mal aufs erste Boot. Schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Aber es sieht nicht so aus. Boah, wir kommen ganz hoch, geil. Ach Mann, da hätte es doch mal eine Hummermatmünze geben können. Oder irgendwie generell eine Münze. Weiß gar nicht, ob es hier Fallschaden gibt. Gut. Ui, wir müssen aufpassen mit dem Wasser, ne? Also hier ist erstmal nichts. Oh, das sieht doch sehr, sehr vertrauenserweckend aus. Was ist das schon wieder? Ich denke mal, hier kommt so ein richtiger Erdrutsch mit großen Steinen auf uns zugerollt. Aber am Ende sehe ich einfach nichts. Gut, also dass wir natürlich eine Menge Schiffe und so hier haben, macht Sinn. Denn da müssen wir uns mal wieder an Allens Apartment zurückerinnern. Er war ja Angler und Kapitän oder was auch immer. Er hatte ja diesen geilen Fisch da rumhängen und Angelruten und... Also das Wasser war sein Element, sagen wir es mal so. Sieht irgendwie ziemlich geil aus, ne? Mit dem Vollmond noch. Die Anglerhütte. Kann das sein, dass es leicht hell ist? Boah, das blendet ja richtig dolle. Ich muss sie wieder einsetzen. Glühbirne. Alter. Was war denn das? Boah. Ich glaube, wir mussten jetzt rausrennen, ne? Die Glühbirne, wir hatten ja in der Etage 1, glaube ich. Da stand ja so eine Info vom Hausmeister. Licht ist kaputt. Alter! Ach so, ich... Ah, okay, ich verstehe. Wir dürfen nicht in das Licht kommen vom Leuchtturm. Alles klar, jetzt habe ich es gecheckt. Hab nicht gesehen, dass das rotiert. Das heißt, wenn das kommt, was jetzt gleich der Fall sein wird, sollten wir uns vielleicht hinterm Stein verstecken. Wir probieren es mal. 115 Leben haben wir.
glaube, uns hat es gerade Leben gekostet, ne? Wir hatten 120, oder? Geil, nochmal 6 Muni. Kommt das schon wieder? Nö. Schaffen wir es noch hier rüber? Ich glaube, ja. Sieht gut aus. Ja, da war ja die Info, wir sollen das Licht nicht selber reparieren. Wir hatten ja auch überall diese Dunkelheit und Kälte, wo wir nicht durchkommen. Also ich denke mal, Glühbirnen wird so das nächste Gimmick sein, mit dem wir irgendwie solche Rätsel lösen. Ich habe das Gefühl, hier kommt irgendwas, weil hier ist schon wieder Brühe. Das Ding kommt gleich wieder. Wir kommen nicht so wirklich rein. Sei denn, wir springen von hier runter mit Gasmaske. Boah, das ist aber eine Steilvorlage, um erschreckt zu werden. Da haben wir wieder einen. Fast du müde. Können wir das hier kaputt hauen? Achso, ja, andersrum kommen wir auch gar nicht mehr raus. Das hatte ich so gar nicht bedacht. Gut, erledigt. Frage ist, wo geht's denn jetzt weiter? Ah, das Licht kommt gleich. Hier geht nichts auf. Also ich glaube, auf dem Booten selber haben wir nichts zu suchen. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie da hoch. Ich stecke mich nochmal kurz hinterm Felsen. Schaffen wir den hier noch? Ja. Schaffen wir. Weiß nicht, warum ich mich hinhocke. Ich fühle mich da einfach besser. Glaube hier hoch. Was steht denn hier? Kleine Patmosbucht und Ikaruswald. Bitte seid freundlich. Danke. Sowohl das Licht als auch die Dunkelheit werden dir schaden. Vielleicht solltest du dir auch wie er einen Job im Leuchtturm besorgen, allein und voller Angst. Okay, er hat im Leuchtturm gearbeitet. Natürlich ein super Job, wenn man irgendwie in der Dunkelheit komische Gestalten sieht, also perfekt. Ausgesucht. Aber er macht ja auch ein bisschen das Licht, also das heißt, er kann auch das Ganze dann immer erleuchten. Naja. Es speichert schon mal, da bin ich schon mal happy. Boah, nein. Milton Wharf, Patmos Aussichtspunkt, Point Icarus, Leuchtturm. Nein, wir gehen mal ran. In Greek Mythology, Icarus flies too close to the sun and it kills him. I'll spare you the analogy. In our story, you're going to bring the sun to Alan and the both of you will... Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts verpasst. Ich bin ein bisschen zu weit weggelaufen. Also, Icarus, Leuchtturm, da drüben, Sonne, Tod, zu nah. Ich hab's verstanden. Icarus Point. Wir sind gerade hier hochgelaufen. Genau, hier waren wir. Der Leuchtturm ist hier hinten. Das heißt, was haben wir hier drüben noch? Ein Aussichtspunkt. Vielleicht gehen wir erstmal hier rüber. Und laufen dann hier über den Icarus Weg zum Leuchtturm oder zur Milton Wharf. Eins von beiden. Boah, jetzt habe ich aber auch gerade was. eine Kreatur im Dunkeln gesehen. Ich sollte vielleicht auch mal zur Therapie. Gut, wir laufen erstmal hier rüber. Bisher wirkt ja alles noch relativ friedlich. Hinten leuchtet irgendwas lila. Könnten Tintenklecksmonster sein. Es sind Tintenklecksmonster. Drei gleich. Geil. Oh Gott. Also drei auf einmal, wenn man dann noch so beschissen trifft wie ich. Die sehen mich nicht mehr. Auch geil. Den haben wir. Müssen eigentlich nur richtig treffen.
Perfekto. Ging. War jetzt nicht das beste Aim, aber es war auch nicht richtig schlecht. Und vor allem echt easy. Die haben wir ja auf 100 Kilometer gesehen. Und schon wieder andere Musik. Dann drei Monster gekillt und lassen ein HP fallen. Äußerst nett. Ich würde... Boah, ey, diese Raben, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal an den Aussichtspunkt, schauen mal eine Runde. Geil, ein Fernglas. Vielleicht, wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft und die Wolken in Orange und Pink reagieren, könnt ihr wie John in Patmos die Offenbarung sehen. Wenn die Sonne ihre Strahlen auf ein Kissen aus Wasser wirft. Ich denke mal, mit der Sonne wird schon irgendwie auch der Leuchtturm gemeint sein. Vielleicht können wir den nachher steuern oder so. Hier können wir gleich reingucken, das machen wir auch. Hier gab es nochmal ein bisschen was zu futtern. Sehe ich erstmal nichts. Gerne mal zum Leuchtturm gucken, da oben. Können wir ranzoomen mit dem Ding? Können wir. Und nochmal den Mond. Wo ist denn der Mond? Naja, keine Ahnung. Irgendwie auch aus wie so ein gruseliges Gesicht, das Ding. Also, das hat nicht so viel gebracht. Icarus Wald. Wir haben hier einen Tunnel, da gab es anscheinend ein Unglück. Sorry, kein Licht am Ende dieses Tunnels. Vielleicht oben auf dem Turm, unten in der Grube. Da gab es noch eine Pille. Jo. Ich würde auch sagen, hier gibt es kein Licht am Ende des Tunnels. Also andere Seite. Hat zumindest noch eine Pille gefunden. Ein bisschen was zu futtern. Munitionstechnisch sieht es jetzt gerade auch nicht so schlecht aus. Immer so verdammt viel Futter, ne? Wir brauchen das gar nicht. Aber schon seit Anfang des Spiels, ich weiß nicht, ob man sich so schlecht anstellen soll, wenn man hier von jedem Monster dreimal gebissen wird oder gekratzt oder was auch immer. Straßenkontrollpunkt. Mir schließt sich noch nicht so ganz, was hier passiert ist. Mach's doch kaputt. Ah, zumindest schon mal wieder ein Safe Game. Safe Point. Oh ja, da kommt hinten ein Klecksmonster. Ich sehe es doch. Also, ne, ich sehe es nicht, aber ich rieche es. Ich würde sagen, wir müssen da mal irgendwo reinballern. Scheiße. Komplett vergessen, das Ding. Da hinten sind sie doch. Kommen die hier vorgelaufen? Würde ich das ganz gerne nutzen. Komm, wir stellen uns hier oben drauf. Kacke, ich komme irgendwie doch jetzt. Aua, ach man, schon wieder vergessen das Ding. Kacke. Komm, ich muss die mal hierher locken. Ja, wir scheißen jetzt mal kurz auf den Leuchtturm. Das zieht nur 5 Leben ab. Hier, komm mal alle her. Jetzt gibt es ein richtiges Kaboom, wenn ihr hier seid. Oh, ich hoffe, es klappt, ne? Ich hoffe einfach, es klappt. Es hat natürlich einen einzigen erledigt. Geil. Naja, ging. Plan aufgegangen, würde ich sagen. Wir hätten da hinten auch schon draufballern können. Das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Dann gehen wir jetzt doch nochmal zurück. Wir hatten doch hier überall noch Futter. Ich glaube, hier drüben lag was. Nee, das war Taschenlampe. Hier drin? Jo, 115. Ist okay. Also bisher eigentlich alles relativ entspannt. Im großen Sichtweiten ist ja nur ein paar Tintenklecksmonster. Alles easy.
Musik klingt so, als würden hier noch mehr von den Biestern rumlaufen. Den tue ich noch keine. Meyer Pharmazeutikals Schadensbericht. Vollständiger Name Max Nygaard. Wohnhaft... Oh, Mensch, 200 Main Street, 210 Main Street Apartment 1 Milton Haven. Notfallkontakte Alice, Telefon, bla bla bla. Datum des Vorfalls 3.8., also wir sind jetzt schon im August. Uhrzeit 2 Uhr. Ort des Vorfalls auf der Straße beim Icarus Leuchtturm. Beschreibung des Vorfalls. Erst dachte ich, der Reifen wäre geplatzt, aber der Asphalt der Straße schmilzt oder so. Der Truck stoppte ein paar hundert Meter später zum... Okay, also nach einem Verkehrsunfall sieht es auf jeden Fall aus. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht streiten. Der Asphalt der Straße schmilzt. Und wir reden die ganze Zeit über Sonne. Er hat bestimmt mit seinem Leuchtturm so dauerhaft 3 Stunden auf eine Stelle geleuchtet. Hat den Asphalt zum Schmelzen gebracht und hier so ein riesen Unglück veranstaltet. Ich glaube, dass das stark genug wäre, aber vielleicht hat er noch irgendwo 20 Linsen hier versteckt und die haben es alle gegenseitig gebündelt und gespiegelt und ihr wisst schon. Die Sachen, die man gerne früher als Kind mit einer Lupe gemacht hat. Ja, ach, ich bin aber auch dumm, ey. Da würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin echt gespannt, was hier noch auf uns wartet. Sieht bisher interessant aus. Mal gucken, wie schnell sich die Geschichte an den guten Alan lüftet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.